Dir geht es gut? Wie meinst du das? Mit mir. Ach so, ja. Ja? Ja. Also da ist nichts? Was soll das sein? Mach mal das Licht aus, bitte. Moment, also... Also was? Du willst mir nicht irgendetwas mitteilen? Mitteilen? Jetzt? Was soll ich dir denn mitteilen? Ja, das frage ich ja gerade. Keine Mitteilung, nein. Sag mal, was reden die? Du weißt doch sonst auch immer alles. Suse Wächter, Puppenspielerin. Schauspiel Frankfurt, Berliner Volksbühne, Thalia Theater Hamburg, Salzburger Festspiele. Stationen einer Karriere. In ihrer Wohnung am Prenzlauer Berg entwickelt sie die Masken und Puppen, die sie bekannt machten. Auf der Bühne erweckt sie sie zum Leben. Das ist der Kopf von Henry Balsen, dem Gründer der Firma Balsen aus Hannover. Der hat den Leibniz-Keks erfunden. Der hat überhaupt das Wort Keks erfunden. Wir machen ein Stückchen Oper. Im Prinzip ist bei uns Henry Balsen wie in so einer faustischen Situation und überlegt, welches Zeichen er für seine Firma, also für seine Kekse finden kann. Also welche Werbestrategie er anwendet. Und das machen wir als Oper. Helden des 20. Jahrhunderts ist Suse Wächters Meisterwerk. Ein Langzeitprojekt mit über 100 lebensechten Figuren aus der Zeitgeschichte. Manche werden in frankensteinischer Manier umoperiert. Inspiriert wurde Suse Wächter durch den Bildhauer Franz Xaver Messerschmidt, der in Selbstporträts mit der Deformation seines Gesichtsausdrucks eigene Grenzen überschritt. So sieht das Gesicht von Hermann Balsen im Negativ aus. Zweiteilige Gipsform. So, da wird jetzt Kautschuk reingefüllt. So richtig vom Gummibaum aus den Tropen, Naturkautschuk. Und so entsteht jetzt die Gesichtshaut von Hermann Balsen. Das Gummi, was ich hier reingefüllt habe, ist jetzt getrocknet. Und ich kann diese ganze Gummihaut hier rausnehmen. Ich sehe dann gleich, wie mein Kopf geworden ist. Das ist wie Archäologie. Die Stunde der Wahrheit. Oh, ist ein anderer. »1917. Der Keksfabrikant Hermann Balsen lässt Pläne für eine Retortenstadt entwickeln, die Tet-Stadt. Tet, das Firmensignet, steht als altägyptische Hieroglyphe für Ewigkeit und Unvergänglichkeit. Geplant ist eine gigantische Keksfabrik der Zukunft, mit Geschäften und Cafés, mit Theater, Kino, Kirche, Schwimmbad und Schulen. Die Pläne zur Errichtung werden 1919 aus Geldmangel aufgegeben. Hour is peaked. Ha. Yeah, that's good. 2009. Ausgehend von dieser größenwahnsinnigen Vision planen Tom Kühnel und Jürgen Kuttner eine Hannover-Revue zur Eröffnung der neuen Kumberlandschen Bühne im ehemaligen Amerikasaal des Vaterländischen Museums. Unterstützt werden sie von Suse Wächter und ihren Puppen sowie den Medienkünstler von Datenstrudel. Thank you.
Unter Einsatz aller theatralischen Mittel, von Oper bis Kasperltheater, wird an der Cumberlandschen Bühne eine Show entstehen. Götter, Kekse, Philosophen. Eine Hannover-Revue. Ab 2. Oktober an der Cumberlandschen Bühne.